anyone else. Okay. I got it. Jetzt mal stehen, bitte los. Jawohl. Oh, zum Glück. Und sogar die Zwischensequenz. Ja? Der Neunhund überblickt mit würdevoller Miene das Lager der Ungebrochenen. Gut gemacht, gut gemacht. Ich dachte nicht, dass du ohne unsere Hilfe eine Chance hättest, aber du bist zäher, als du aussiehst. Offenbar ist Ilia nach Norden geflohen. Das heißt, sie hat den Warenpreis mitgenommen. Das Artefakt des unbeugsamen Landes. Ohne Wissen darüber. Ohne ihr. Oder Wissen darüber. Ihr Kampftrupp könnte groß genug sein, um Giacomus und seine Männer zu überwinden. Der Gedanke verstört ihn offenkundig. Wir sollten sie verfolgen, bevor sie die Chance dazu hat. Während des Hauptangriffs wurden auch mehrere Ungebrochene gesehen, die nach Norden flohen. Wenn du sie findest, beseitige sie. Dann leb wohl. Weil das Bündnis verraten tue ich jetzt erstmal nicht. Ich mache jetzt erstmal mein Level ab. Nämlich für Wurfwaffen brauche ich die beiden Sachen. Und ich könnte noch mehr Vitalität brauchen. Was ist das? Macht. Ah ja. Tagebuch, nichts Neues. Endschreiben, auch nichts Neues. Fähigkeiten, Führung. Verleiht jedem in der Gruppe zusätzliche Zauberplätze. So, dann gucken wir doch mal, wie viele Zauberplätze haben wir jetzt. Jo, jede Menge. Siegel des Steins. Fleisch zu Stein, das könnte die beiden gut gebrauchen. Akzent der Abklingzeit des Zaubers. Das hier ist Reichweite, oder? Nö, das brauchen wir nicht. Aber ich kann die Abklingzeit verringern für beide. Oder auch nicht. So. Sigil der Gewalt. Arkane Energie. Ich könnte hier noch einen. Drei Gesundheit. Das ist gar nicht mal so schlecht. Mhm. Kann ich auch. Steinstachel. Jo. Mit erhöhter Reichweite. Und vielleicht noch mehr Genauigkeit. So, dass wir zwei dass ich zwei Angriffszauber habe. Jetzt braucht sie noch einen Zauber. Auf Gegner verglichen mit Wille benommen. In einem 20-Grad-Kegel. Das ist sehr nice. Aber was packe ich noch hinzu? Genauigkeit. Das klingt nicht schlecht. So. Sehr gut. Bronzeausrüstung kann ich gebrauchen. Tito. Schickst du das bitte mit Dank? Das ist okay. So, die Rastvorräte kann ich mitnehmen, weil die können wir gebrauchen jetzt. Wo ich ja einmal, einmal verbraucht hatte. So, Tor ist offen. Ich kann jetzt auch hier rüber. Can't do that.
Nur, dass hier nichts ist. Nee. Himmelsklingen. Let's try not to stand out, shall we? Obwohl die Soldaten des alten unbeugsamen Landes von der Magie des Edikts auseinandergerissen wurden, stehen viele ihrer Banner noch aufrecht und erinnern an ihren heldenhaften Kampf gegen die Geschmähten. Das sind nur zwei Himmelsklingen. Die dürften nicht allzu schwierig sein. Ich bräuchte eine größere Quickslot-Leiste. Will do. Send me your champion! This weapon is like nipples on men. Useless! So. Are you afraid of death, worm? This weapon is like nipples on men. Useless. Ein Herz zu bekommen. Not a problem, boss. Und weg sind sie. I'll be your shadow. Send them at me in waves. Oh. Da habe ich wen geärgert. Den da anmachen. You got it. Take me if you can. I'll tear your skeleton out by your ass. Damn thing couldn't pierce cloth. Ich brauche dringend meine Schmiede, um Waffen aufzuwerten. So, man, this weapon is like nipples on men. Useless. Gut. Oh oh, eine resolute Klinge. Was ist das? On it. Ein Himmelsklinge-Wurfspeer und zwar auch noch in Blau. Rüstungsdurchdringung, Genauigkeit und mehr Schaden. Im Augenblick mache ich 1 bis 13 plus 1 und habe eine Genauigkeit. Was ist das hier? Ach, das ist die Genauigkeit. Ja. Ach so, das hier ist Ruhm. Was hätte ich denn eigentlich so alles an Waffen, die ich Beric geben könnte? Als Ersatz für seine Axt. Die ist leider zweihändig. Das Ding ist auch zweihändig. Ruhm ist einhändig. Würde mehr Schaden machen. Wäre schneller. Reinigend.
Entferne einen feindlichen Effekt nach Kill. Das ist alles Zweihand, was ich hier noch habe. Dann machen wir es mal so. Jo. Cooldown. Mal gucken, ist die resolute Klinge da oben alleine? Also eine einzelne patrouillierende resolute Klinge. Do you have eyes on this? On it. Ne, das macht Malyra. Die braucht mehr List. So eine einzelne resolute Klinge dürfte nicht so schwer zu töten sein. Ich weiß halt nicht, ob sie hier noch Himmelsklingen Freunde hat. It's a tough Eine job being so auf the remarkable all the time. Okay. Buff, buff. Right. Und buff. So habe ich beide erwischt, ja. Na komm her. Begraben, Schwächen und Stärken und den da einfrieren. Beric ein bisschen heilen. So, Flammen mal. Will do. So. Not a problem. Dann haut man auch nicht drauf. Smash the pieces. So. Da ist schon wieder was Blaues. Schweres blaues Rüstungsteil. Right. So, für sie ein Level up. Für Frost beherrschen und Gewalt und alles. Gezeitenwirker. Grabeslicht, Genauigkeit. Ja, auch mal was Nettes. Für Grabeslicht. So, wo wollte ich hier jetzt Punkte reingeben? Einen wollte ich hier noch reingeben. Leichte Rüstung für App, das wäre nicht schlecht. Vielleicht nach seinem Bonus auf die Skills, ne, nicht so wirklich. Bonus auf Rüstung erstmal. Und ich wollte auch irgendwas hier haben. Ich glaube. Ja, genau, den Bonus auf verursachten Schock- und Frostschaden, das wollte ich noch haben. Wenn es dann soweit ist. Wenn ich das hier benutze, dann kriege ich Athletikpunkte, glaube ich. Oh. Das ist ein Geheimlager.
mit Himmelsklingen und Wappengenossen.